Hallo, ihr Gwirlinge! Der Herr gestrandete Botschafter, nein, das war ja Legend of Azun, nein, der Herr blauäugige Botschafter ist in den roten Wäldern. Die heißen Wedrat genannt und es gibt ganz, ganz schlechte Nachrichten für den Stamm von Siora. Ihre Mutter Bloodnet ist tot. Wir kamen zu spät. Oh, Fuchsilein. Was? Hat er jetzt nicht gezählt für die Queste? Hat nicht gezählt. Oh. Na gut, an der Stelle hatte ich schon mal einen Fuchs, aber warum zählt er denn nicht? Muss ich verschiedene Füchse ausfindig machen? Wie auch immer. Also, es gibt schlechte Nachrichten. Königin Bloodnet ist tot, aber immerhin konnte ihr Leichnam geborgen werden. Oh, so viele wieder. Nein. Ich bin gerade durcheinander. Nicht genug Adrenalin, aber genug Munition. Wer braucht schon Adrenalin, wenn er Munition hat? Hm? Scharfer Reißzahn. Und Kiefernharz. Na, jetzt ist Tag. Ich glaube, jetzt zählt die Fuchsjagd nicht mehr. Na gut, wir kommen da nachts bestimmt nochmal dran vorbei. Ich muss die Karte ja noch erkunden. Oh nein! Warum weiche ich eigentlich nie aus? Noch jemand hinter Felsen? Nein. Plündern hier. Plündern da, plündern überall. Und wie bringen wir es Eset bei? Ich habe die Frage schon in der letzten Episode aufgeworfen und noch keine gute Idee, wie wir das machen sollen. Elementare Falle. Die sieht aus wie eine Eingeborene und hat Munition dabei. Komisch. Oh. Ah, der Fuchs zählt nicht. Entschuldigung, also darfst weiterlaufen. Also. Ich wollte mal gucken, ob du zählst. Hallo? Move away. Things are about to get dicey. Der hatte rote Augen. Haben die alle rote Augen? Beim Kämpfen? Wäre mir noch nie aufgefallen. Ich bin auch irgendwo, wo ich noch gar nicht geplündert habe, weil hier so eine Truhe rumsteht. Die hatte ich doch nie übersehen, normalerweise. Ich bin doch irgendwo. Warte mal, hier geht doch ein Weg geradeaus. Wieso geht denn der jetzt hier nicht weiter? Ach, der biegt hier ab. Oh Mann, ich habe mich total verlaufen. Ich muss eigentlich ganz woanders lang. Ach so, über den Lagerbereich könnte ich auch, aber hier durch geht's ja irgendwie nicht. Den Weg hatte ich schon mal gesucht. Der ist auf der Karte zu sehen. Und wenn man die Augen offen hält, dann findet man ihn auch. Ah, nee, nicht die wieder. Ja, von mir aus. Flattermann, komm. Muss
Muss ich jetzt gegen alle von euch kämpfen? Ja? Nein. Die Kollegen haben es erledigt. Jetzt habe ich hier irgendwo ein Lager, aber das ist eigentlich besser zu erreichen, wenn ich hier rumlaufe. Die Leichen hier räumt auch keiner weg. Auch kein wildes Tier, komischerweise. Regnestiri. Also, dieses Tiere ausnehmen, das wird allmählich ein bisschen lästig. Ob der Menge und Frequenz, in der ich das machen muss. Andererseits kann ich es auch nicht einfach liegen lassen, das geht nicht. So, jetzt haben wir hier Schnellreise machen angeblich. Reisen? Ach, so ist das gemeint. Ich will ja eigentlich hier bleiben. Ah, hier. Dorf W3 ist. Ich kann auch direkt ins Dorf. Gut. Da sind wir. Und jetzt. Oh, Jemine. Oh, Jemine. Speichern. Bitte mach nichts Dummes. Nein, bitte mach nichts zu Dummes. Liebes. Isild. Our mother. I know Siora. And divorced Tirse. Some men delivered her remains here. They said that it was thanks to you. And the Renaigse legate, thank you. We will be able to pay homage to our mother. Why are there mindshakers here, Isild? I meant to tell you about it. They came saying that our mother had made an agreement with Teleme. But Mater did not tell me about it. She didn't say anything to me either. I do not like this, Isild. These people want to drive us away from the land. I know. But we need help after the defeat. And they say that she made a promise set in stone. The spirits of the people of our village would have to go to the light, and in exchange they'd help us against the lions. This is impossible. Mater would never have done such a thing. They are lying, I'm certain of it. They may be. But if there really is a promise set in stone, we cannot break it. And we will have to bury our mother according to their rituals. We must verify it. I will not stand there while these mindshakers take our village. Findekönigin Blattnet ist vorbei. Oh ja, jetzt gibt's hier echt ein paar unerwartete Wendungen. Die Telemis versuchen jetzt hier Boden gut zu machen. Siora, Asir. Always with your new friends. Bertir to Madiseld. I'm happy to see you. What do you want? Could you tell me about Siora? You are right there and you let him talk about you like this. Perhaps I want... Perhaps, but did you want anything else? Das hatten wir schon mal. Das hat nichts mit den neuen Dingen zu tun. Siora? Karanz, do you need something? I'm sorry about what happened to your mother. How are you feeling? Unwell. I am angry. And I feel an immense void within me. I blame myself for not having been on this battlefield with her. I understand. My mother had the Malachor. And yet I had to leave her behind as she was at death's door. I can't help thinking that I should have stayed by her side. Just like you. And you could not have done anything to save her, either. Thank you, Onol Manawi. Your words alleviate my sorrow. Anything else?
Na, da haben wir die richtigen Worte gefunden. Do you have anyone? A friend perhaps, whom you can talk to in this trying time? I usually confide in my sister, but she's suffering too. And I think she resents me for not having been there when our mother needed me. Mhm. Das könnte jetzt hier in eine Romanzenrichtung gehen. Aber warum nicht? Kurti wollte ja nicht. I know we've only known each other for a little while, but if you need someone to talk to, I'm here. Thank you, Onol Manawi. You are a good person. And I'm glad that you are my friend. Anything else? I've never heard you talk about your father. Who was he? He was the Donegad of our clan. He died many cycles ago, but this memory is still painful. So we usually avoid the subject. What happened to him? He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. My mother never really recovered from it. This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? Mm-hmm. I must leave you. See you later. Ja, was ist jetzt mit diesen Telemi-Leuten? Sioras Quest ist jetzt gerade unterbrochen. Aber ich sehe das so wie Siora. Ich glaube, ein derartiges Versprechen erst, wenn es dafür konkrete Beweise gibt und nicht, wenn irgendein Telemi-Typ irgendwas erzählt. Wer bist denn du hier eigentlich? Bekannt und unbenannt. Aber irgendwie können wir hier gerade nichts tun. Naja, dann könnten wir theoretisch unsere diplomatische Mission in Richtung Telemi wieder aufleben lassen. Ganz meine Meinung. Aber erstmal haben wir auch ein Level-Up zu machen. Ich habe einen Fähigkeitenpunkt und ich werde den hier reinsetzen, höchstwahrscheinlich. Zerstörerische Elementarpräparate erhöht die Zerstörung der Rüstung durch elementare Fallen. Ah, das ist gar nicht schlecht. Mache ich. Ah, es hat geklappt. Seismische Magiepräparate. Naja, Attribute. Und Talente. Talente ist eigentlich noch viel wichtiger. Charisma haben wir Rang 2 durch irgendwas. Was ist das hier? Stärke. Intuition. Wir haben schon so viele Punkte zum Schleichen gefunden, wo man Intuition Nummer 2 brauchte, dass ich wohl jetzt tatsächlich Intuition anschalte. Ja. Intuition. Gut. Und Attribut haben wir auch einen Punkt übrig. Stärke. Ausdauer, Gleichgewicht, Lebenspunkte, Genauigkeit, mehr Rüstungsdurchschlag, mehr Schaden, verstärkt alle Schusswaffen. Und das hier erhöht sämtlichen Nahkampfschaden und die Zornerzeugung. Zornerzeugung plus 1%. Das ist schon echt irgendwie wichtig. Beweglichkeit Rang 3. So. Damit haben wir alles. Und es geht jetzt eigentlich. Moment mal, wie voll ist das Inventar? Oh, geht noch. Aber wenn wir gerade einen Händler haben, wo ist denn der? Hier. Ja, Onol Manawi will handeln. Ja, will ich verkaufen? Wir verkaufen dir.
Das da. Und den Banditenhut. Verschlissener Dreispitz. Hallo? Tja, die Wemse nicht. Marquis-Wams hat eine 460er. Weg. Holzfällerkleidung weg. Die braune Brigantine kannst du nicht tragen. Den Kyras mit 96 kannst du theoretisch tragen. Der ist sogar besser als das, was du jetzt anhast. Den müsste ich verbessern. Die Brigantine wollte ich für Kurti verbessern, richtig. Priesterhandschuhe. Weg. Dicke Schmiedehandschuhe geben Handwerk plus 1. Elementarresistenz 4%, 18er Rüstungsklasse. Die da geben nur Handwerk plus 1, haben aber trotzdem die bessere Rüstungsklasse, auch wenn sie nicht dick sind. Das ist ein bisschen komisch. Die haben auch einen geringeren Wert und verkauftes Zeug. Schuhe, Priesterstiefel, welche die haben, weg. Und hier, das könnte für dich interessant sein, der ganze Trödel. So. Und den Rest behalten wir. Genug Platz zum Weitersammeln. Ja, I know where to find you. Ich will mal gerade die Brigantine verbessern für Kurdi und die eigene Rüstung. Also ein bisschen Handwerker. Machen wir erstmal die für Kurdi. Verbessern. So. Verzierter Kragen macht noch mehr Rüstung. Voraussetzung Ausdauer 2, das scheint Kurt zu haben. Hier brauche ich Leder- und Roheisenerz dafür. Dann mache ich das mal so, dass es den besten Schutz hat. Verbessern. Dann zurück. Hier. Ne, da, Schultern erstmal. Das macht 134, 140. Machen wir es so. Und dann das Ding in der Mitte. Naja. Da bräuchte ich jetzt Rubine für. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die für Kurti ausgeben sollte. Und die abschließbare Tasche gibt Schlossknacken plus 1. Das ist Kurti ja völlig egal. Das macht ja sonst auch nichts anderes. Nee, das lasse ich dann mal zurück. Dann wäre das fertig. Und das alte Ding hier, das eigene, anschauen, verbessern. Da müsste ich, wenn ich das selber tragen möchte, Stärke drauf machen. Die heilige Schriftrolle, das ist der nächste Rubin, dann weg. Zurück. Halt, verbessern. Ja. Und da oben. Gleichgewicht. Gleichgewicht. Ich glaube, bei dir war ich das immer ausgeglichen, richtig? 6 und 6, das klingt doch gut. Verbessern. Und hier machen wir das ebenfalls. So. Dann geh zurück. Hier weg. Dann nimmst du erstmal das an deinen eigenen, an deine eigene Heldenbrust. Und hier 108. Das ist eine gute Verbesserung. Das kann man dann sogar wieder verwerten. Und Kurdi, komm mal her. Du kriegst das da. Genau, ausrüsten. Dann kann ich jetzt noch was wiederverwerten. Hier. Die alte braune Brigantine von Kurt. Wiederverwerten. Jawohl. Und das eigene. Wobei das hier ist. Lausilbernes Soldatenwams.
bin mir nicht sicher, ob ich das brauche für irgendwelche Ich-bin-inkognito-unterwegs-Questen. Weil das ja halt so eine komische, so einen banditenartigen Hintergrund, glaube ich, fraktionsmäßig. Aber ich pack's vielleicht erstmal in die Truhe. Inventar, Rüstung, Brust. Das geht da rein. Das verschließende Garderobe, was war denn das? Ach nee, das war das, was du die ganze Zeit getragen hattest. Richtig, das kann ich zerlegen. Und was war dieses blau-silberne Dings? Was war das da? Was ist das? Wo kommt das her? Tierengewand. Pack das mal ins Inventar. Das hier hatte... Magiestärke. Ach, das war mein Schlosslaken-Dings. Moment, ich bin gerade durcheinander. Nochmal langsam. Zum Mitdenken. Ich habe... Hier... Eins zum Schlossknacken. Ich habe hier eins für die Wissenschaft. Das ist mein altes. Das gibt Stärke plus 1. Den Rubin würde ich gerne wieder haben. Das kann ich zerlegen, weil das hat hier die gleiche Fraktionszuordnung. Und das hier hat eine andere Fraktionszuordnung und wäre auch für Schlossknacken gut. Das könnte man in die Truhe packen. Genau. Also verschiedenes Gardewams zerlegen. Das ist Nummer 1. Verschließendes Gardewams zerlegen, wiederverwerten. Rubin, 50%ige Chance. Und so viel dazu. Das blau-silberne geht weg. Was ist das für ein Ding? Das ist so ein eingeborenen Teil. Wieso habe ich das? Wo kommt das her? Siora, ist das besser als dein Ding? Bestimmt. 60, 84. Ja. Dann werde ich hier das noch ein bisschen hübsch machen. Das ist vielleicht irgendeine Questbelohnung gewesen, aber habe ich in letzter Zeit Questen gemacht? Also. Rüstung, Gleichgewicht. Ja, sie bekommt auch das ausgeglichen. Sie ist auch nicht so, denke ich, zurück. Das kriegst du auch hier ausgeglichen. Und das hier. Das nützt hier, glaube ich, nichts. Das mache ich nicht. Dann komm her. Nein, das ist falsch. Ich war noch im Menü des Handwerkertischs. Jetzt kommst du und kriegst das hier angelegt. Dann können wir das hier zerlegen. Ich habe hier noch mehr Ramsch drin gefunden. Verschließendes Gardewams. Pack das ins Inventar. Ach, die habe ich da reingelegt. Ja, ich erinnere mich. Ja, Moment. Pack's wieder rein. So, das packen wir auch wieder rein. Und die Kämpfertunika, das ist das alte Ding von Siora. Die wird zerlegt. Okay. Jetzt haben wir einiges an Platz im Inventar. 97 Pfund von 300. Und ich wollte jetzt gehen, und zwar in Richtung... Wir erkunden mal hier noch weiter, beziehungsweise ich kann jetzt ja hier in diesen Schlupf hinein. Das ist ja das da, letztlich. Genau. Also in den nächstbesten Lagerbereich nach oben wieder, dahin. Nein. Reisen. Dorf W3s. W3s Lager. Da bin ich gerade hier. Die Kitten, Lager.
immerhin die halbe Strecke. Dann hier nach Norden und dann da zum Lager. Naja, bisschen Tempo. Also ich beschließe hiermit, dass ich den Intuitionen-Hut tatsächlich benutzen werde. Ich glaube, bisher hat die Intuition, die ich von dem Hut bekomme, mir im Let's Play noch nie irgendwas geholfen, weil ich bisher Intuition nicht angewendet habe. Jetzt habe ich nativ einen Punkt und dieser Hut gibt mir einen zweiten Punkt dazu. Aber eigentlich hätte ich den Hut ja noch nie gefunden. Er ist ja dieses DLC, dieses kostenpflichtige. Aber weil ich mit diesem Schleichen nicht warten möchte, nutze ich das jetzt mal. Und dafür brauchst du Intuition. Na, ich weiß ja nicht. Ah, der hat gezählt. Der Fuchs da hinten, den ich in der Beschleunigung nochmal erjagt habe, der hat übrigens nicht gezählt. Aber was habe ich jetzt davon, wie ich jetzt hier durchlaufe? Das ist doch nur sinnvoll, wenn ich in das Lager reinschleichen will, um es zu überfallen. Naja, vielleicht hat Telemi irgendeinen entsprechenden Auftrag. Und vielleicht mache ich ihn sogar. Und der Fuchs, der hat auch gezählt, als ich tagsüber unterwegs war. Nee, ich will hier nicht weg. Bleib mal hier. Hier ist Kartenende, da oben sind wir jetzt. Und hier oben die Kiste habe ich mir geholt. Ja, das heißt, da müsste man mal hinschauen. Nein! Nein, 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 nein. Und hier oben waren wir, da geht es nicht weiter. Wo ist das nächste tote Huhn? Wo ist der nächste Fuchs? Ach ja, genau, hier oben. Das ist dieser Baum. Mit den Ulks des Waldes. Oh, hier. Haha, Schädlingsbekämpfung. Gab Erfahrung und Goldmünzen irgendwie. Aha. Klar, erwischt er mich. So. Ich weiß.
Wie gut, dass ich euch, meine lieben kleinen Gefährten, hier nicht erwische mit meinen Hieben. Weil so wie die rundherum schwingen, müsste ich beide schon zu Schaschlik verarbeitet haben eigentlich. Du bist nicht mein Opfer. Die wilden Tiere des Waldes. Komm schon. Eine schöne Kulisse für... Hier gar nichts. Oh. Ein Fähigkeitenaltar. Und ein Toter daneben. Na dann, komm mal her. Dann kann ich ja gleich das nächste hier vergeben. Das ist dann seismisches Magiepräparat. Erhöht den durch magische Fallen verursachten Magieschaden. Naja, wenn ich mal gegen ein Vieh kämpfe, das gegen alles robust ist, außer gegen Magie, dann muss ich schon mit Magiefallen arbeiten. Und dann sind die besser, wenn sie ein bisschen aufgepimpt sind. Das passt schon. Granaten, das klingt auch gut. Also macht das seismische Magiepräparate. Gut. Dann haben wir hier Kartenende, jawohl. Wo war denn für die andere Mission dieses Lager dieser Banditen? Nach allem, was wir wissen, sollten sie sich in der Nähe der Ruinen innerhalb des Territoriums der Eingeborenen verstecken. In der Nähe der Ruinen innerhalb des Territoriums der Eingeborenen. Also hier. Kann aber auch hier sein. Was werden wir herausfinden? Lauf los, Heldilein! Was machst denn du hier? Austreten! Er war hinterm Felsen hängen geblieben. Und er hat einen Bezoar dabei. Das war wahrscheinlich der Grund dafür. Ein fußballgroßer Bezoar. Na sagen wir handballgroß. Was es auch nicht viel besser macht. Also, die Ulks dieses Waldes hatten hier diese Lichtung in Beschlag genommen, um was hier zu tun? Zu brunften? Zu lagern. Ja, genau. Hier, was ist das? Eine Höhle? Nein. Nee. Da gehe ich gar nicht weiter hin. Das Fragezeichen ist interessanter. Da geht es aber auch vielleicht nur... Ach, das ist nochmal ein Lagerbereich. Ja, den besorgen wir uns noch. Und her den Klapptisch. Genau. Und das Brot. Und die Äpfel. Da unten sind welche. Ob das diejenigen sind, die ich suche? Schwer zu sagen. Hier oben ist noch irgendwas im Schwange. Ah, den Kampf machen wir noch. Mal gucken, ob das diejenigen sind. Broodlords, they are worth tuppence.
Nein. Seorab ist auch schon fertig. Wow. Das waren die nicht. Das waren irgendwelche anderen. Wo kommen die wohl alle her? Das sind ja ganz offensichtlich irgendwelche Kontinentbewohner. Müssen also eigentlich mit dem Schiff gekommen sein oder mit den Schiffen. Ich gehe mal jetzt nach Süden hier in diesen Wald rein. Da ist so ein Camp. Oh. Oh. Weg. Weg. Hier ist ja. Böse. Weg. Seora, ich brauche euch alle beide. Au. Aber so einen Typen kann man durchaus besiegen. Banditenhut und Goldmünzen. Mehr hat er nicht dabei. Schade. Munition. Holzfällerkleidung, Priesterzeug. Und der hier hat ein altes, geschwärztes Hofschwert. Ist das zweihändig? Nee, ist einhändig. 176. Aha. Heiltrank auch nicht schlecht. Pilze. Aber das sind auch nicht diejenigen, die irgendeine Fracht gestohlen haben, oder? Tollkirschenbeeren, Morgenstern. Mhm. Lass mich mal kurz schauen. Kann ich das Ding auch hier verfolgen? Nee. Die Mission kann ich mir nicht anzeigen lassen auf der Karte. Die muss ich irgendwie so finden. Anhand der Beschreibungen. Okay, also ein Banditenversteck und was reimt sich auf Banditenversteck? Darauf reimt sich, ich muss jetzt schnell weg, weil die Episode wieder überquillt. Und weiter mit der Erkundung der roten Wälder über diesen Baumstamm balancierend. Wenn er das denn hinbekommt, der Heldi. Geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.